Die Inflation geht langsam zurück, aber es freut sich keiner so richtig drüber, weil jetzt kommen nämlich die Rezessionsängste wieder. Und dazu passt auch ein neuer Ausblick vom IWF. Der ist jetzt plötzlich schlechter als der letzte Ausblick vom Januar. Was kommt jetzt also auf uns zu? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Der IWF hat neue Prognosen rausgegeben für die Weltwirtschaft und die sind nicht besonders schön. Jetzt kann man natürlich sagen, wen juckt's? Das wissen wir schon, dass wir in einer Krise sind. Wir sind in einer Dauerkrise. So neu ist das jetzt auch nicht. Und es ist ja sowieso irgendwie auch das Wesen vom IWF, dass er immer dann kommt, wenn es eh schon zu spät ist. Also wenn er zum Beispiel Staaten rettet, wenn sie dann pleite sind. Und das Gleiche gilt ja vielleicht auch für seine Wachstumsprognosen. Die sind natürlich immer sehr sauber gemacht, sehr sauber erstellt, auch mit vielen Daten und alles. Sowas braucht aber dann natürlich Zeit, so dass man sagen könnte, wenn es jetzt sogar schon der IWF gemerkt hat, dass eine Krise kommt, dann ist die vielleicht ja schon so gut wie vorbei. Und abgesehen davon, was haben wir nicht schon alles gehört an solchen Prognosen letzter Zeit? Nach dem Ukraine-Krieg hat ja auch jeder ständig gesagt, es kommt eine Riesenrezession bei uns, völlig unausweichlich. Es war dann aber doch nicht so. In Deutschland zum Beispiel haben wir ja letztes Jahr auch noch ein preisbereinigtes Wachstum gehabt von 1,8% und in den USA sogar von 2,1%. Und am Markt, da weiß man natürlich ja auch, dass nicht alles super ist. Und trotzdem läuft's an den Börsen. Der US-Markt ist stabil und beim DAX, da reden wir ja sogar schon wieder von einem neuen Rekordhoch, das in Reichweite ist. Da sind wir ja auch nur noch 4% davon entfernt. Also muss man da jetzt wirklich ein großes Fass aufmachen wegen den IWF-Prognosen. So dramatisch sind sie ja auch nicht. Was aber schon auffällt, beim letzten IWF-Ausblick im Januar, da haben die Meldungen so ausgeschaut. In der FAZ zum Beispiel, globale Konjunkturaussicht hält sich auf, der IWF bläst die Krise ab, der Energieschock ist überstanden und so weiter. Jetzt sieht das Ganze aber plötzlich wieder so aus. Weltwirtschaft im Krisenmodus, die Erschütterungen lassen nicht nach, die Inflation bleibt zäh. Oder hier im Spiegel, IWF warnt vor langer Krise für die Weltwirtschaft und Deutschland wird auch in die Rezession rutschen und es gehört damit auch zu den Schlusslichtern demnach zusammen mit Großbritannien. Ist natürlich auch eine interessante Frage, warum das so ist. Und genauso, dass zum Beispiel das russische Wachstum laut IWF relativ hoch sein soll dieses Jahr. Das sind aber vielleicht mal Themen für andere Videos. Schreiben Sie hier gern auch drunter, was Sie jetzt interessant finden würden da. Aber grundsätzlich, der IWF hat eben seine Prognosen wieder runtergesetzt für das globale Wachstum von 2,9% auf 2,8%. Das klingt harmlos. Aber das meiste von dem Wachstum, das bleibt eben auch begrenzt auf ein paar große Emerging Markets. 5,2% für China zum Beispiel, 5,9% für Indien, 5% für Indonesien und so weiter. Und für die Eurozone bleibt aber nur noch ein Wachstum von 0,8% und auch für die immer so wachstumsstarken USA auch nur noch von 1,6%. Und was die Emerging Markets betrifft, dazu gibt es von uns nächste Woche einen Zukunftsmärkte-Report. Da schauen wir uns da auch mal die Inflation und die Geldpolitik an. Wir haben da nämlich zum Teil eine sehr entschlossene Geldpolitik inzwischen. In Brasilien zum Beispiel ein Leitzins von 13,75%, in Mexiko auch mittlerweile 11,25%. Es ist natürlich nicht überall gleich und darum vergleichen wir die jetzt eben auch mal China, Indien, Indonesien, Mexiko, Brasilien. Wo ist das Zinsniveau hoch? Wo ist die Geldpolitik glaubwürdig? Und wo kann man dadurch vielleicht dann eben in Zukunft auch wieder hoffen auf stärkere Kapitalzuflüsse? Und die Reports von uns sind natürlich gratis. Sie kriegen sie auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Jetzt, wo eben viele glauben, dass im Westen die Straffung schon langsam wieder ausläuft, da ist es mit Sicherheit ein interessantes Thema. Aber was den Westen jetzt betrifft,
Ein gewisser Wachstumsrückgang ist ja nicht unbedingt schlecht. Das haben wir ja auch gelernt, weil das dann ja auch die Inflation runterdrücken kann. Bad News are good news. Und gestern gab es wieder Inflationsdaten aus den USA. Sie ist zurückgegangen im März auf 5,0%, niedriger als erwartet. Das ist auch gut, wenn man bedenkt, dass wir im Sommer ja auch schon mal bei 9% gewesen sind. Aber so richtig gefreut hat es die Anleger nicht. Der Dow ist um 0,1% gefallen, der Nasdaq sogar um 0,9%. Weil jetzt merkt man nämlich langsam, dass das Ganze auch einen Preis hat. Das Argument von den Bullen, das war ja bis jetzt immer, es läuft doch super, die Inflation geht zurück, aber das Wachstum ist immer noch relativ stabil. Wir kriegen das also alles wunderbar hin. Und die Bären, die haben dann entweder gesagt, naja, vielleicht ist die Inflation eben hartnäckiger, als man denkt, vor allem weil das Wachstum und der Arbeitsmarkt ja auch noch so stark sind. Oder aber sie haben gesagt, ja, die Inflation geht vielleicht wieder runter, aber das wird die Wirtschaft dann auch treffen. Und wenn Sie meine letzten Videos gesehen haben, dann wissen Sie auch, auch ich tendiere immer mehr zu letzteren, zum Team Rezession eben. Es gibt gute Gründe für einen Abschwung. Das erste ist mal der Immobilienmarkt oder die Immobilienmärkte, also jetzt nicht nur in USA, sondern eben in vielen Ländern. In USA sind es speziell die Gewerbeimmobilien gerade. Das wird jetzt langsam ein sehr akutes Thema da. Mehr dazu in meinem Video von letzter Woche. Und damit verbunden natürlich möglicherweise auch ein Bankenproblem, das wir kriegen könnten. Wir haben ja kurz schon eins gehabt, aus einem relativ nichtigen Grund eigentlich, nämlich gefallene Staatsanleihen und so Sachen wie der Immobilienmarkt aber oder vielleicht auch viele Unternehmen, die sich jetzt die hohen Zinsen nicht mal leisten können, das hat da ja noch gar keine Rolle gespielt. Das kann uns aber auch noch einholen eben. Dann ja auch die Entwicklung am Bondmarkt an sich, der immer stärker invertiert. Hier ist eine Grafik von Reuters in Gelb, der Renditeabstand von Anleihen mit 10 Jahren Laufzeit zu welchen mit 3 Monaten und in Orange dann der zwischen 10-Jährigen und 2-Jährigen. Kurzläufer bringen mehr als Langläufer und das verstärkt sich auch immer mehr. Das ist ein unnatürlicher Zustand, der fast immer eine Rezession ankündigt. Und die Rezessionen, die kann man hier auch sehen aus der Vergangenheit, das sind hier die grauen Balken. Und was noch dazu kommt, ist ja auch eine Fed, von der wir ja auch noch gar nicht wissen, ob sie die Leitzinserhöhungen wirklich so schnell stoppt jetzt, wie das gerade alle denken. Interessanterweise ist es ja so, letzten Monat haben wir also diese Bankenzusammenbrüche gehabt und kurz nach der Rettung und diesen ganzen Garantien und so weiter, da sind die Börsen ja aber sofort wieder stark gestiegen, obwohl das eigentlich der Moment war, wo man hätte sehen können oder wo man auch gesehen hat, hoppla, es knirscht jetzt aber, jetzt wird aber das Eis langsam dünn. Man hat es aber anscheinend ganz anders gesehen, nämlich A, die Bankenkrise ist eingedämmt, aber noch viel wichtiger, B, das ist der lang ersehnte Wendepunkt jetzt womöglich in der Geldpolitik. Die Fed muss jetzt einfach runter vom Gas, nur die Fed könnte jetzt natürlich umgekehrt sich auch auf die Schulter klopfen und sagen, ja, wir haben mit unseren Programmen die Bankenkrise in den Griff gekriegt, also müssen wir doch nicht so stark auf die Bremse gehen. Und der Zielkonflikt bleibt trotzdem. Kriegt man die Inflation wirklich runter, ohne dass man wirtschaftlich einen Schaden anrichtet? Und inzwischen haben wir ja auch Meldungen, so wie die hier, eine Umfrage der Fed New York, und die Befragten sagen da, der Zugang zu Kredit, der ist inzwischen so schwer wie noch nie, seit man die Befragung gestartet hat, 2013. Und gleichzeitig gehen da aber die Inflationserwartungen erstmals seit Oktober wieder hoch statt runter. Mit anderen Worten, ganz so soft wird die Landung jetzt vielleicht ja doch nicht. Die Gewinne der börsennotierten Unternehmen in den USA, die sind im vierten Quartal auch schon um 3,5% zurückgegangen. Was ziemlich erstaunlich ist, weil wir haben da ja noch ein Wirtschaftswachstum gehabt von 2,7% annualisiert. Aber bei den Unternehmen sind die Margen trotzdem schon geschrumpft.
Und die große Überraschung im letzten Jahr, die war ja eigentlich die, dass die meisten Unternehmen von der Inflation überraschenderweise sogar profitiert haben. Sie haben die Kosten einfach weitergegeben und dann zum Teil ja sogar noch was obendrauf geschlagen. Es gibt einen Beitrag von Albert Edwards von der Société Générale, wo er sagt, es stimmt nicht, dass nur die Löhne die Inflation hochgetrieben haben letztes Jahr. Die Inflation ist viel stärker gestiegen als die Löhne. Und der Anteil der Unternehmensgewinne am Bruttoinlandsprodukt ist dadurch mitten in der Krise und mitten in dieser Inflationszeit auf einen neuen Rekord gestiegen. Und die Arbeitnehmer und die Verbraucher, das waren die Verlierer von dem Ganzen. Aber genau das ist jetzt eben nicht mehr haltbar, weil dieses Jahr werden sich das die Arbeitnehmer auch wieder zurückholen. Und dazu auch mehr in diesem Theater hier demnächst, weil das eben auch ein spannendes Thema ist. Außerdem geht jetzt ja bald die Berichtssaison wieder los. Und die Analysten, die gehen in den USA jetzt im Durchschnitt von einem Gewinnrückgang aus von 6,8%. Das ist der stärkste seit Anfang der Corona-Krise. Und hier haben wir eine Grafik von Goldman Sachs, die Konsenserwartungen von 2022 bis 2024. Schon letztes Jahr ist ja das Gewinnwachstum dann doch immer mehr zurückgegangen. Und jetzt sollen die Gewinne zwei Quartale lang, stark schrumpfen und erst ab dem dritten Quartal sich dann wieder so erholen. Ich persönlich glaube aber, jetzt nur mal so aus dem Bauch raus, dass die Erwartungen für die ersten zwei Quartale vielleicht jetzt sogar zu pessimistisch sind und dafür aber möglicherweise die Erwartungen für die Zeit danach zu optimistisch. Und ich glaube auch, dass der Abschwung dann viel stärker, viel mehr in die zweite Jahreshälfte reinläuft und dann aber vielleicht eben auch noch ins nächste Jahr rein. Und das könnte dann aber Folgendes heißen, also die Berichtssaison würde dann dementsprechend jetzt vielleicht sogar nochmal überraschend gut laufen und die Bullen fühlen sich dann bestätigt und die Börsen steigen auch weiter, bis man dann eben irgendwann mal im Frühsommer oder im Sommer merkt, es läuft eben doch nicht so, wie wir uns das gedacht haben und dann eben auch eine entsprechende Korrektur bekommen am Aktienmarkt. Ich gehe aber eben immer noch davon aus, die höheren Zinsen und die Inflationseindämmung, die müssen den Markt und die müssen die Wirtschaft letzten Endes belasten, so oder so. Mein Basisszenario bleibt ein Abschwung und zusätzlich haben wir noch ein Restrisiko auch für systemische Schocks aus dem Bankensektor oder wie auch immer, aber zumindest mal auf jeden Fall ein Abschwung. Vielleicht nicht unbedingt katastrophal, das muss nicht sein, aber eben auch nichts, wo man jetzt davon ausgehen kann, dass die Börsen jetzt das Niveau, das sie jetzt gerade haben, dass sie das ganze laufende Jahr über auch halten können. Weil wir sind beim Dow und beim DAX und beim S&P 500 nicht so weit weg von den alten Rekordständen und das ist aber ein schön Wetterszenario und keins für einen Abschwung oder für eine Krise. Aber wir haben ja vom IWF auch gehört, es soll ja diese Länder geben, die dieses Jahr doch noch ziemlich stark wachsen. China, der Klassiker zum Beispiel. Und chinesische Aktien sind ja immer noch billig und die Inflation ist da niedrig. Und das Wachstum, es wird sich positiv absetzen vom Rest der Welt. Das ist ziemlich sicher, würde ich sagen. Aber kann der Markt da auch profitieren davon? Weil wir ja die ganzen geopolitischen Spannungen auch haben. Das ist dieses Jahr mit Sicherheit eine der spannendsten Fragen, wenn man Anleger ist. Und dann haben wir natürlich noch die ganzen übrigen Emerging Markets. Für die ist es jetzt natürlich auch nicht unbedingt gut, wenn wir im Westen eine Rezession kriegen sollten. Aber es gibt da eben sehr wahrscheinlich doch Bereiche, die da relativ immun wären dann dagegen, gerade in den Binnensektoren. Und die dann dadurch, dass wir da dann eben noch Wachstum haben und gleichzeitig aber vielleicht auch noch eine solide Geldpolitik, die dann dadurch auch wieder Kapitalrückflüsse bekommen könnten dieses Jahr aus dem Dollarraum. Unsere Geldpolitik in Emerging Markets, wie gesagt, dazu gibt es ja nächste Woche unseren gratis Zukunftsmärkte-Report.
Den können Sie sich jetzt schon mal sichern auf www.zukunfts-märkte.de. Da haben Sie dann wenigstens auch mal was Handfestes in der Hand, so richtig auch mit Daten und Fakten und nicht jetzt so wie das Video hier von heute, das ja zum Teil Mutmaßungen waren, zu einem guten Teil. Man kann das belächeln, aber auch das ist natürlich notwendig manchmal, weil wir brauchen Szenarien als Anleger, wir müssen die durchspielen, weil wie gesagt, wenn irgendwas schon ganz klar feststeht und belegbar ist und auch gut dokumentiert, dann ist es an der Börse eben auch meistens schon rum ums Eck das Ganze. Nicht, dass es uns dann so geht wie Oscar Wilde, der mal gesagt hat, die Wahrheit erkennen wir immer erst dann, wenn wir absolut nichts mehr damit anfangen können. In diesem Sinne suchen wir weiter nach der Wahrheit, nach einer Wahrheit, die uns dann aber vielleicht auch mal was bringt im Idealfall. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.